In dem idyllischen Örtli steigt am Samstag ein riesiges Fußballfest. Denn der Drittligist FC Husen am Albis hat das Grosse losgezogen und darf im Cup gegen den FC St. Gallen antreten. Wie geht man in so ein Spiel hinein, wo man eigentlich keine Chance hat, zum Gewinnen? Wir wollen einfach unsere Region gut vermarkten. Die Leute, die hier etwas bieten, versuchen wir, was wir können am Fußball. Ich habe intelligente Leute und ja. Wenn ihr verlieren solltet, dann wird am Abend gleich ein grosses Fest steigen. Der FC Husen wird im ganzen Dorf gefeiert werden. Nehme ich jetzt mal an. Ich hoffe, dass wir auch das Publikum von St. Gallen, dass sie bei uns bleibt und ich sehe unsere super Gastfreundschaft. Wirst du da mit dem Chef Salbene noch Tipps austauschen vor dem Match oder Geheimnisse probieren herauszufinden, wenn er spielt? Ja, vielleicht, wenn er mir einen Tipp geben könnte, so ein grosser Trainer, da sage ich ja nicht nein. Zu welchem Goalschuss wirst du gegen St. Gallen? Ja, das werden wir dann noch sehen. Ich komme eigentlich nur für die letzten 30 Minuten, für mich lange Zeit leider nicht. Aber ja, wir werden es sehen, also, es wird sicher schwierig, aber probieren musst du immer. Und wer weiß, vielleicht werden es ein bisschen lockerer spielen gegen den Schluss und uns vielleicht die eine oder andere Chance geben. Also wird es dir bedeuten, Goalschüsse gegen einen Profiverein? Ja gut, das wäre natürlich das absolute Highlight von der Karriere. Ja, vor allem, wenn man die ganze Geschichte anschaut, eben mit Husen, wo du angefangen hast, vor irgendwie 2002, mit Kollegen eigentlich Mannschaft gegründet und jetzt eben hast du noch gewitzelt gehabt, irgendwann im Cup kommen wir dann vielleicht mal gegen einen. Dort haben wir noch nicht gewusst, dass es da so verschiedene Cup gibt. Und dann, ja, und jetzt willst du da stehen und ja, hast du ein riesen Event und ein riesen Applaus.